So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu bei einer neuen Folge Drogöchen Popöchen. So, muss ich kurz nachdenken, ne? Ja, da sind wir wieder, endlich. So, es war ja klar, dass Peter mit in die Bibliothek kommt, das sagte ich ja schon. Und wir uns natürlich mit unseren Sorgen, hätte ich beinahe gesagt, nicht... Quatsch, Sorgen, dass wir nicht anständig lernen können. Das, was wir machen wollten für Professor Jones Kurs, dafür werden wir jetzt nicht viel Zeit haben. Peter ist auch so eine kleine Schnapsnase, hätte ich beinahe gesagt, eine Schnatternase, ne? Der schnattert und schnattert und ist total, ja, aber ist ein nett, ne? Ich finde ihn nett, Peter. Ne? Okay. Muss ich du eine Prüfung vorbereiten? Nein, ich hole nur den Unterricht nach, den ich verpasst habe. Also, okay, den ich geschwänzt habe, weil ich mit deinem Bruder spazieren war. Oh, eine richtige Rebellin. Schwänzt du jetzt den Unterricht hier wegen Drogo? Oh, hör auf! Man könnte meinen, du bist Sarah. Sein Lächeln verschwindet. Er scheint den Vergleich nicht zu mögen. Ich glaube, da geht irgendwas bei den beiden. Da geht was, da geht was. Da kannst du mir sagen, was du willst. Da geht was. Halt die Klappe neben mir. Das ist mir egal. Ich schaue ihnen schon... Ja, warte mal ganz kurz, Leute. Die macht hier neben mir so viel Lärm. So. Vor allem, wenn die so am Schnattern sind. Okay. So, das ist mir egal. Ich schaue ihn schon schuldigend an. Ja, komm. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, aber ich glaube, da geht echt was. Ne? Zwischen ihr und Sarah wäre schon ziemlich cool. Und es wäre geil, wenn wir das in dieser Story mitkriegen würden. Aber dafür gibt es ja die Peter-Story für ihn alleine. Er hat seine eigenen Sorgen tatsächlich. Das hier mache ich nichts sehen. Ich habe es herausgefordert. Genau. Wir bleiben sitzen und sprechen nicht miteinander. Jeder ist friedlich in seine Arbeit vertieft. Schließlich breche ich das Schweigen. Also sind wir doch die Schnatternase. Alles klar. Glaubst du, dass es falsch ist, dass ich mit deinem Bruder ausgehe? Das habe ich hier nichts gesagt. Du denkst es aber. Nein, aber du denkst es nicht. Nein, aber du denkst es nicht weniger. Du hast mir gerade erklärt, dass du eine große Mädchen bist. Aber es gefällt dir nicht. Er seufzt und hebt die Augen von seinem Buch. Er spricht ganz leise. Ich würde lügen, wenn ich dir das Gegenteil sagen würde. Vertraust du deinem Bruder nicht? Das ist keine Frage von Vertrauen. Nur manchmal, da zeigt er sich eben der... Na komm, da bin ich gespannt. Was? Sagen wir impulsive. Das liegt in seiner Natur. Er war schon immer der Umgestummte von uns allen. Das liegt ja wohl vielmehr daran, weil er Deutscher ist. Und ja, alles klar. Ich fühle mich aber gar nicht in Gefahr mit ihm. Ich sage auch nicht, dass du das bist. Nur er hat es hier keine Mittel gefunden, um seine Kräfte zu kanalisieren. Er musste vorsichtiger sein. Ich werde aggressiv. Seine Sätze beunruhigen mich. Komm, die beunruhigen mich. Das Risiko real? Ist das Risiko real? Glaubst du, dass er Menschen Schaden zufügen könnte? Ich sage dir nur, dass du aufpassen sollst. Du bist manchmal wie ein wildes Tier, unvorhersehbar. Oh oh. Scheiße, und ihr alle da draußen liebt Drogo. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass er ein wildes Tier kann ja auch seine Vorteile haben, aber wenn er mal durchdreht irgendwie und anfängt, euer Blut. Warte. So, warte, euer Blut nachher, dann hört das nicht du an. Nachher. Wenn er aus euch trinkt. Ach, herrje Kinders. Der Vergleich ist weniger schmeichelhaft und für meinen Geschmack ein bisschen stark. Ich hatte die Gelegenheit, Zeit mit ihm zu verbringen. Und er ist auf keinen Fall ein blindwütiges Tier. Er ist vielmehr... ich bin überzeugt davon, dass er nicht impulsiv ist, wie es erscheint. Sei bitte vorsichtig, bevor ich hier weiter. Drogo ist eine wahre Zeitbombe mit Zünder. Man weiß nicht, wann er explodierte. Aber glaube mir, es passiert immer irgendwann. Okay. Nun, sie kennen ihn ein bisschen besser als wir, ne? Ich zögere, ich sehe, dass Peter seinen Bruder liebt und gleichzeitig vor seiner Schattenseite auf der Hut ist. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Eieieiei. Wenn er schon auf der Hut ist, Kinderchen.
Dann ist da wohl wirklich was dran. Sag mal, beißt er sich immer auf die Lippen? Er sieht immer so leidenschaftlich aus, Peter. So ein bisschen trauriger, leidenschaftlicher, schüchterner Bengel. Wahrscheinlich ist er auch so ein wildes Tier oder was. Vielleicht ist er ja das wilde Tier. Nein, keine Ahnung. Warum sollte Drogo denn so sein? Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und wenn er wirklich ein Menschenfresser ist? Er scheint ständig wütend zu sein. Wie wäre denn, wenn er keine totale Kontrolle über das hätte? Was wir... Ist es so, dass man darüber wütend sein muss? Ein Vampir zu sein macht einen wütend? Oder ist es vielleicht doch eher der Charakter, der einen wütend macht? Ich meine, muss man sich hier im Zaum halten, wenn man Vampir ist? Wenn man eine Lösung findet, nicht Menschen zu jagen, sondern anderes Blut zu trinken? Oder vielleicht, was weiß ich, woher die das Blut nimmt? Vielleicht kriegen sie auch eine Blutbank oder was weiß ich was, die ein Vampir hinten ist oder was weiß ich was. Das wäre natürlich eine Option. Ist es so? Weiß ich nicht. Und wenn das gleichfalls auf mich zutrifft, ich bin verstört. Ich fühle das Gleiche. Manchmal. Aber es stimmt. Wut. Ich stimme zu und beiße mir auf die Lippen. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Ist Peter wirklich ein Freund, dem man vertrauen kann? Als er meine Zweifel sieht, nimmt er freundlich meine Hand. Oh, er ist auch nett. Guck mal, wie süß. Ja, das ist die normale Sahnetrufelchen. Wir haben alle unsere eigene Art. Um unsere Dämonen loszuwerden, ich spiele dein Lied auf ihr Klavier und ziehe mich in meine eigene Welt zurück. Drogo lässt Wut freien Lauf. Du entdeckst gerade deine Begabung für Zauberei. Bist und du wohnst bei Vampiren. Ich sehe nichts Normales. Es ist ganz normal, dass die Fragen und Gefühle in deinem Kopf durcheinander geraten sind. Ich deute ein schwaches Lächeln an. Oh, schade, ne? Also Leute, wenn es wirklich um Wut geht... Ach, ich weiß nicht, na klar ist ein Trüffelchen auch mal wütend, aber seitdem sie wirklich so viel mit Drogo rumhängt. Aber andersrum ist es auch die Wut, die Sahnetrüffelchen tatsächlich auch mal braucht, um sich gegen Samantha und andere Leute zu wehren. Es ist schon korrekt irgendwie. Und wer sagt uns, dass Drogo uns nicht schon längst verwandelt hat? Oh, das ist ja ein Gedanke, Kinderchen. Naja, mit diesen Gedanken schicke ich euch erstmal ins Wochenende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschauen und bis dahin. Ciao, Freunde.